gleich auf sie schaltet. Oh, das macht sie? Das ist ja cool. Die TC02 ist das, wa? Boah, das ist ja interessant. Ich schalte die aus und die geht nicht sofort aus, sondern geht erst ins Menü rein und dann aus. Das heißt, sie rettet erstmal die Speicherkarte. Das finde ich cool. TC02. Naja. So, aber es geht ja heute gar nicht um die TC02. Der Hardy vom Kanal Wildkamerad hat mir seine Wing Home geschickt, die im Wasser untergegangen ist. Ich habe die auseinandergebaut, gesäubert, gereinigt, mit Isopropanol die ganze Platine behandelt, mit Ultraschall das ganze Wasser verdrängt, geputzt, einige Stellen nachverlötet und die geht wieder. Ich habe sie eben schon wieder zurückgeschickt, deswegen kann ich die euch jetzt nicht zeigen. Ich habe aber meine eigene Wing Home hier, die ich jetzt hier anhänge, weil ich konnte die Kamera von Hardy ja natürlich auch kurz mal testen und ich fand die Bildqualität gar nicht so verkehrt. Deswegen habe ich mir jetzt eine eigene gekauft, die kostet 33 Euro, macht für 33 Euro einen soliden Eindruck. Dass sie nicht wasserdicht ist, das weiß ich mittlerweile. Ah, jetzt habe ich mir den Finger eingeklemmt. Au, die ist ja gemein. Okay, gut. Gleichzeitig habe ich für den Hardy aber noch ein Gadget gebastelt, was ich schon relativ lange geplant habe, aber bisher noch nicht umgesetzt habe, weil ich einfach nicht die nötige Zeit dazu hatte. Und zwar das hier. Dieses Gerät habe ich mittlerweile schon zum Hardy geschickt, aber ich baue noch ein zweites. Und zwar ist das einfach nur ein Batterie-Restenergieverwerter. Innen drin ist ein Akku verbaut und eine Elektronik, die ich aus dem kleinen Solarladebereich habe. So einen kleinen Solarladeregler, ein MPPT-Laderegler habe ich verwendet, um im Endeffekt aus Batterien, in denen noch ein kleines bisschen Saft drin ist, sozusagen das allerletzte rauszuholen und in den internen Akku, der verbaut ist, abzuspeichern. Somit kann man Batterien, die bei Wildkameras dauernd übrig bleiben, richtig leer saugen und die Energie in einen Akku speichern, mit dem man dann zum Beispiel sein Telefon laden kann. Das Ding ist unterwegs zu Hardy, wird in ein paar Tagen ankommen, vielleicht genau an dem Tag, wo jetzt auch das Video rauskommt. Und dann bin ich mal gespannt, was Hardy dazu sagt. Ich habe ihm natürlich noch ein paar Kleinigkeiten reingepackt, so ein bisschen asiatische Überraschungslebensmittel. Beim Paar wird er sich ganz schön wundern. Bin ich gespannt, was er dazu sagt. Bei ein paar anderen, die kennt er bereits. Guckt mal bei Hardy auf dem Kanal vorbei. Wird er bestimmt noch mal zeigen, was er da gekriegt hat. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Aufnahmen von der TC02. Die hatte ich umgebaut mit dem Ton. Für meine Zwecke im Wert gestiegen, weil sie natürlich einen besseren Ton hat. Jetzt kommen die Aufnahmen. Ich verabschiede mich jetzt. Wir sehen uns wieder, wenn ich die Wing Home vorstelle. Erstmal will ich es ja natürlich ausgiebig testen hier. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. Euer Barry. Barry.
ein paar Aufnahmen von der C. Nee, vom Wert her ist sie gesunken, weil ich sie aufgemacht habe. Wir sehen uns dann irgendwann. Wie heißen die überhaupt? 630 oder so, was? Was passiert hier?